So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wie Sie sehen, scheint das Problem mit der Technik, das wir beim letzten Mal hatten, jetzt behoben zu sein. Das Problem war offensichtlich eine kleine Inkompatibilität zwischen meiner Hardware, meinem Laptop, und der Hardware bzw. Software auf den Beamern, was dann zu diesen unangenehmen Flacker, zu diesen Störungen geführt hat. Aber Sie haben ja eben gesehen, diejenigen von Ihnen, die früher gekommen sind, dass wir das mit Hilfe der Multimedia AG das Problem dann doch zum Glück beheben konnten, sodass wir jetzt, es gibt keinen Grund zur Annahme, dass wir hier an dieser Stelle jetzt nochmal in dieser Vorlesung oder im weiteren Verlauf des Semesters ein Problem haben werden. Anderes Problem, ich hatte eben vorhin nochmal eine Moodle-Mail herumgeschickt. Es haben sich bei weitem nicht alle Leute, die sich eingeschrieben haben für die Studienleistung, auch schon für das erste Testat angemeldet. Denken Sie noch mal daran, first come, first serve. Das heißt also, late come, bad serve, wenn ich das mal so umdrehen darf. Also je später Sie sich darum kümmern, umso weniger Termine sind frei. Wenn Sie Glück haben, Termine, die Ihnen passen. Wenn Sie Pech haben, dann eben Termine, die Ihnen nicht passen. Da erfahrungsgemäß viele Studierende ähnliches Profil haben, welche Termine Ihnen gut passen und welche nicht, zum Beispiel die weiter später, eine Woche später passen gut, die Termine ganz am Anfang passen erfahrungsgemäß immer sehr, sehr schlecht, wo man sich halt sehr schnell darauf vorbereiten muss. Das heißt also, wenn Sie spät kommen, kann es sein, dass oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Termine, die Sie favorisieren würden, dann leider schon weg sind. Gut, also melden Sie sich so bald wie möglich an. Und wenn ich sage so bald wie möglich, dann meine ich auch so bald wie möglich. Gut, das wäre von meiner Seite aus momentan das Organisatorische. Ich kann Ihnen aber auch noch mal nur ans Herz legen, immer wieder ins Forum zu schauen. Ich sehe bei durchaus wichtigen Threads die Anzahl der Zugriffe, die Zugriffszahlen, dass die so klein sind, dass man sagen muss, es haben zwar viele zugegriffen, aber bei weitem wahrscheinlich nicht alle mal ins Forum geschaut, für die dieser oder jener Thread relevant gewesen wäre. Also schauen Sie regelmäßig auch ins Forum. Es ist nicht so viel momentan, also es passiert nicht allzu viel im Forum. Das heißt also, es ist überschaubar, wenn Sie da hin und wieder mal schauen, was sich da in der Zwischenzeit getan hat. Es ist keine Zumutung, dass Sie da hin und wieder mal schauen, was seit Ihrem letzten Zugriff da passiert ist. Gut, also organisatorisches damit beendet. Wir sind immer noch dabei, uns auf das erste Theorietestat hier vorzubereiten. Auch dieses erste Thema heute gehört noch dazu und das zweite Thema auch noch. Danach, damit werden wir heute sicherlich fertig sein. Danach werde ich dann beginnen mit Vorbereitung auf das zweite Theorietestat. Nächste Woche beginnt das erste Theorietestat zur Erinnerung. Wir hatten bisher so eine in gewisser Weise eine Steigerung, die wir jetzt fortsetzen. Wir haben begonnen mit linearen Strukturen, zunächst mal mit der Struktur, die Sie aus FOP schon kennen, Arrays, haben auch gesehen, dass man auch in Arrays so ein bisschen so tun kann, als ob man einfügen und löschen könnte, indem man nur einen gewissen Teilbereich des Arrays tatsächlich als gültig ansieht und der Rest, da steht halt irgendein Müll drin und da hat man Platz, um was einzufügen und kann auch wieder was löschen. Sind dann übergegangen zu einer zweiten linearen Struktur, lineare Listen, wo jedes Element, jeder Schlüsselwert nochmal verlinkt ist über einen Next-Pointer auf das nächste Element, sodass Sie über diese Next-Pointer durch die Struktur durchgehen können. Sie können nicht wie im Array wahlfrei mit einem Index zugreifen, sondern Sie müssen immer durch die Struktur durch, bis zu dem Element, das Sie erreichen wollen. Haben dann beim letzten Mal gesehen, wenn wir einen Next-Pointer haben können, um so eine lineare Struktur aufzubauen, dann spricht eigentlich nichts dagegen, zwei solche Next-Pointer zu haben, um eine verzweigerte Struktur, einen Baum aufzubauen. Einen binären Baum, um genau zu sein.
Diese Pointer haben wir dann nicht mehr Next genannt, sondern Left und Right, in Analogie zu den Bilderchen, die man dann typischerweise zeichnet und die Sie auch hier im Foliensatz gesehen haben. Jetzt ist die naheliegende nächste Idee, wenn wir zwei Next Pointer haben können, Left und Right, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir auch noch mehr haben können als nur Next und Right. Wie Sie das hier auf diesem Bild sehen, dann gehe ich mal in den Vollbildmodus. So. Und die Technik funktioniert immer noch stabil. Gut. Ja, binär links, viel Weg rechts. Zu dem Bild gibt es, glaube ich, noch nicht viel zu sagen. Das ist auch nur der allererste Einstieg. So. Was ist die Logik eines solchen Vielwegsuchbaumes? Ja, in einer linearen Liste oder in einem binären Suchbaum hatten wir in jedem Knoten einen Schlüsselwert. Ja, beim binären Suchbaum haben wir gesehen, wir sind an einem Knoten in unserer Suche, um nach einem bestimmten Schlüsselwert zu suchen, haben Sie ja gesehen, sind wir abgestiegen im Baum, oder um einen Platz zu suchen, wo wir ein neues Element einfügen wollen, sind wir entsprechend genau denselben Weg runtergegangen in den Baum. Wir stehen irgendwo auf einem Knoten, haben dort einen Schlüsselwert und nach diesem Schlüsselwert entscheiden wir, ob es jetzt nach links weitergeht oder ob es jetzt nach rechts weitergeht oder ob dieser Schlüsselwert schon derjenige ist, den wir suchen. Im letzten Fall sind wir natürlich fertig. Ansonsten gehen wir eben, wenn der Schlüsselwert, den wir suchen, kleiner ist, nach links, sonst nach rechts. Wenn wir jetzt mehrere Nachfolger haben, müssen wir diese Logik verallgemeinern und dann kommen wir dahin, dass wir nicht nur einen Schlüsselwert im Knoten drin haben sollten, sondern mehrere. Und zwar in einer Zuordnung, die diesen binären Fall verallgemeinert. Dort hatten wir zwei Nachfolger und einen Schlüsselwert. Genau einer mehr und genau das macht auch Sinn bei Vielwegsuchbäumen. Sie haben hier vier Schlüsselwerte beispielsweise. Wir sind immer noch abstrakt, wir haben uns das noch nicht konkret in Java angesehen. Da haben Sie vielleicht in diesem Knoten vier Schlüsselwerte drin, die Sie darin speichern und dementsprechend fünf Nachfolger mit der Logik. Weitere Schlüsselwerte, die kleiner gleich 357 sind, sind hier in diesem Teilbaum, der hier dran ist, den ich nur durch diesen Pfeil bisher angedeutet habe. Schlüsselwerte, die größer als 5621 sind oder größer gleich. Wir haben ja immer gesagt, ein Schlüsselwert darf mehrfach vorkommen, also sage ich hier größer gleich und nicht einfach nur größer. Schlüsselwerte größer gleich 5621 hier dran und hier sehen Sie beispielhaft nur für einen. Wenn Sie Schlüsselwerte haben, die zwischen 4095 und 5621 sind, so wie die hier, die ich einfach mal hier beispielhaft aufgeführt habe, dann sind die entsprechend alle in diesem Nachfolger drin, sodass wir genau dieselbe einfache Logik haben. Wir müssen, wenn wir einen Schlüsselwert suchen, nicht den ganzen Baum durchsuchen, sondern wir können einen einzigen Pfad von oben nach unten, vom Einstiegspunkt, von der Wurzel bis zu diesem Element hinkommen, beziehungsweise wenn dieses Element nicht drin ist, bis zu der Stelle, wo es sein müsste, wenn es drin gewesen wäre. Sodass wir also auch in dem Fall, dass der Schlüsselwert, den wir suchen, gar nicht drin ist, mit einem einzigen Durchlauf, wie wir das beim letzten Mal bei binären Bäumen gesehen haben, mit einem einzigen Durchlauf durch einen einzigen Pfad entscheiden können, es stimmt, dieses Element ist nicht drin. So, das heißt also, wir können hier einfach durchgehen, wenn wir beispielsweise die 5327 suchen und wir sind in unserer Suche von oben, von der Wurzel, an diesem Knoten angekommen, dann wissen wir anhand der Vergleich dieser Schlüsselwerte, dass wir hier weitergehen müssen bei diesem Nachfolger. Bei binären Bäumen hatten wir immer zugelassen, dass ein einzelner Knoten gar keinen Nachfolger hat, dann ist er ein Blatt oder zwei Nachfolger hat oder auch nur einen Nachfolger, entweder links oder rechts. Das hatten wir alles zugelassen, das haben Sie in den Bildern gesehen. Das kann man natürlich genau so auch bei Vielwegbäumen machen, aber es hat sich etabliert und wir werden auch sehen, später in der Vorlesung, dass das sehr sinnvoll ist, hat sich etabliert, dass man eine feste Regel hier einhält.
genau einen Nachfolger mehr, als wir Schlüsselwerte im Baum haben, in diesem Knoten, Entschuldigung, haben. Das heißt also, wir werden dann, wenn wir richtig in die Sache einsteigen werden, was nicht heute sein wird, werden wir sehen, warum das hilfreich ist für die Konzeption solcher Vielwegsuchbäume, für die Implementation der einzelnen Methoden, dass man diese Regel einhält. So, hier nochmal, was ich eben gesagt hatte, größer gleich 5621 hier und so weiter und so fort. Ein Begriff möchte ich hier einführen oder muss ich hier einführen, der die Sache ganz gut umschreibt, Englisch Range, Deutsch Bereich, nämlich, dass jeder Schlüssel, dass jeder Knoten einen gewissen Bereich hat. Was heißt das? Dass ein Knoten im Baum einen gewissen Bereich hat. Am einfachsten ist es erstmal hier bei dem Nachfolgerknoten. Nehmen wir uns irgendeinen dieser Nachfolgerknoten her, den hier. Das ist der Knoten, der potenziell Schlüsselwerte enthalten kann, die zwischen dieser Zahl 1229 und dieser Zahl 4095 liegen. Das heißt, der Bereich dieses Knotens hier, der mögliche Bereich, der zulässige Bereich, aus dem sämtliche Schlüsselwerte in diesem Knoten und seinem Nachfolgern potenziell sein können, ist eben genau dieses geschlossene Intervall von 1229 bis 4095. Genauso bei den beiden anderen inneren. So, dieser Knoten hier ist ja vielleicht auch nicht die Wurzel, sondern Sie können sich vorstellen, dass da oben drüber noch viel mehr Schichten sind, dass der mitten im Baum drin ist, dann ist dessen Range von vornherein genauso wie der Range eines dieser Knoten schon eingeschränkt. Ich habe das nur mal als Beispiel genommen. Es könnte sein, dass die darüber liegenden Knoten diesen Range eingeschränkt haben auf, ich habe diese Zahlen einfach fabuliert, 321 und 5701. Ja, ich habe da einfach rumgetippt auf der Zahlen, auf den Zahlentasten und dabei sind diese Zahlen entstanden. Und wenn das der Range dieses Knotens ist, dann wäre hier für diesen Nachfolger natürlich die obere Grenze 357, wie wir es eben gesagt haben, und die Schranke, die untere Schranke für diesen Knoten setzt sich natürlich hier auch fort. Denn wenn dieser Knoten aufgrund der drüber liegenden anderen Knoten, der Schlüsselwerte dort, wenn dieser Knoten nur Schlüsselwerte haben kann, die mindestens so groß wie 321 sind, dann gilt das natürlich für die ganzen Nachfolger genauso. Und genauso auf der anderen Seite hier. Wenn dieser Knoten schon keine Schlüsselwerte mehr enthalten kann, die größer als 5701 sind, dann gilt das natürlich für die Nachfolger genauso. Und das wirkt sich bei diesem letzten Nachfolger aus, der im Prinzip nach hinten erstmal unbegrenzt gewesen wäre sonst. Vielleicht in binären Bäumen wird die Sache nochmal ein bisschen anschaulicher. Das ist jetzt ein vollständiger Baum, also mit Wurzel und allem, nicht ausgeschnitten aus einem größeren Baum wie eben in dem Bild. Wenn das hier wirklich die Wurzel ist, dann haben Sie zunächst einmal den gesamten Definitionsbereich als Range. Jeder, wenn das einfach ein Baum vom Typ mit Schlüsselwerttyp int, Integer ist, dann kann da, wenn keine weiteren Einschränkungen definiert sind, dann kann da jedes beliebige Int stehen, sagen wir mal, beziehungsweise wir haben hier die Einschränkung getroffen, dass es nicht negative Ints sein müssen. Ja? Denken Sie wieder Schlüsselwert Matrikelnummer, das sind nicht negative ganze Zahlen. So, dann haben wir hier diesen Bereich, aus dem dieser Schlüsselwert hier entnommen ist, zufällig. Die 461 ist natürlich keine Matrikelnummer mehr, sondern hier nur eine illustrative Zahl. Dann heißt das, dieser Range hier verkürzt sich hier auf den Range von 0, weiterhin ab 0 alles möglich, bis 461, bis zu dieser Zahl, die hier oben steht, und entsprechend hier von 461 bis zum Ende dieses Ranges. Und das können Sie natürlich fortführen.
Hier haben Sie weiterhin von 0, aber nur noch bis 257. Hier haben Sie, das ist nochmal ein interessanter Fall, denke ich, etwas anders gelagert als der. Sie haben von hier geerbt die untere Schranke, 257, und Sie haben von hier geerbt die obere Schranke, 461. Ja? Die Suchbaumeigenschaft sagt ja, alles was links ist von diesem Knoten hier, alles was links ist, muss kleiner gleich 461 sein. Das heißt, auch in diesem Knoten muss alles kleiner gleich 461 sein und entsprechend spiegelsymmetrisch natürlich auf der anderen Seite dasselbe. Ich denke, es ist kein allzu kompliziertes Konstrukt, dieser Range. So, wie implementieren wir das? Wir werden es gleich im Live-Coding sehen, wie man das in Java implementieren kann, aber hier schon mal zeichnerisch angedeutet. Was haben wir gesagt? Wir haben Schlüsselwerte, Keys, das sind in dieser einfachen Zeichnung einfach 8 Keys. So viel Platz. Ja? Wir werden jetzt diese Idee übernehmen, die wir im allerersten Live-Coding mit Arrays hatten, dass wir von vornherein festlegen, es gibt eine maximale Anzahl von Schlüsselwerten in diesem Baum. Die tatsächliche Anzahl kann durchaus durch Einfügen und Löschen dann variieren. Aber es gibt eine Maximalzahl, die nicht überschritten werden kann. Und wenn die überschritten werden soll durch Einfügen, dann muss irgendwas anderes passieren. Das werden wir dann sehen, was dann passieren kann oder passieren muss. So, wir haben eine Maximalzahl von Schlüsselwerten, das ist in diesem Bild 8, und haben gesagt, ein Nachfolger mehr als Schlüsselwerte, die wir drin haben. Das heißt also, wir brauchen 9 Speicherplätze für Nachfolger. Die Zahl n, die hier noch drin ist, ist so wie in dem Dynamic Array, im allerersten Live-Coding, das ist die tatsächliche Anzahl von Elementen, von Schlüsselwerten, die momentan in diesem Knoten gespeichert ist. Ja? Es kann sein, dass beispielsweise diese 5 Schlüsselwerte, 1, 2, 3, 4, 5, dass die momentan tatsächlich gespeichert sind und was hier in diesen drei Speicherstellen steht, ist Müll, wird ignoriert. Dann steht hier die Zahl 5 drin in n und hier sind die ersten 6, ja, bei 5 Schlüsselwerten, die ersten 6 Speicherstellen für Nachfolger, p wie Pointer, sind belegt mit diesen Nachfolgern, die Sie jetzt in dem Bildchen gesehen haben und auch hier wieder die letzten 3 sind dann irgendein Müll, werden ignoriert. Sinnvollerweise auf 0 gesetzt, wie wir beim letzten Mal nochmal gesehen haben. So, Sie sehen ein gewisses zeichnerisches Problem mit Bäumen im Allgemeinen und insbesondere mit Vielwegbäumen. Solche Verzweigungsstrukturen, die gehen natürlich ziemlich schnell in die Breite. Auch schon bei binären Bäumen. Sie gehen exponentiell zur Basis 2 schon in die Breite und solche Vielwegbäume natürlich auch exponentiell, aber zu einer höheren Basis, das heißt noch viel breiter. Wir werden es kaum schaffen, auf den Folien oder auf Papier ganze Bäume von gewisser Größe zu zeichnen, ganz zu zeichnen. Wir werden uns dann immer mit Ausschnitten behelfen, die dann halt größere Schriftgröße dann haben können. Denn natürlich, man könnte, wenn man will, auch nochmal einen größeren Baum hinzeichnen, mit noch einer Schicht mehr, die noch mehr in die Breite geht, aber irgendwann wird es mit der Schriftgröße natürlich nicht mehr möglich. So, ich hoffe, Sie können hier ein bisschen was erkennen, wie die Logik ist. Hier oben ist der Schlüsselwert 40, hier links sind dementsprechend alles nur Schlüsselwerte kleiner gleich 40, hier rechts größer gleich 40 und Sie sehen auch hier, wenn Sie das weiterverfolgen, hier sind die Schlüsselwerte 12 und 35, hier sind nur Schlüsselwerte kleiner gleich 12, zwischen 12 und 35 und zwischen 35 wegen diesem Schlüsselwert und 40 wegen diesem Schlüsselwert und so weiter. Genau die Logik, die wir eben anhand von einfachen Beispielen besprochen haben. Dieses Folie wollte ich nur auflegen, weil wir dann in Zukunft Bäume, solche Vielwegbäume so darstellen,
dass das immer abwechselnd ist, hier der Pointer, der Schlüsselwert, der Pointer, der Schlüsselwert, der Pointer, hat den Nachteil, dass die Zeichnung noch mehr in die Breite geht, wenn da immer die Pointer dazwischen sind, hat aber den Vorteil, es hat sich herausgestellt, dass das doch ein bisschen übersichtlicher ist, als wenn man das irgendwie sich anders verkünstelt. So, Frage jetzt aber erst einmal, warum eigentlich Vielwegbäume? Die Frage ist gar nicht so trivial vielleicht, wie sie zuerst erscheinen mag, denn erst einmal ist gar nicht so ohne weiteres ein großartiger Vorteil sichtbar. Ja, wenn Sie sich das angucken, Sie haben hier Speicherplatz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schlüsselwerte. Wenn Sie das Ganze in einer binären Struktur stattdessen realisieren, haben Sie auch diese 7 Schlüsselwerte, dafür den Speicherplatz. Und Sie sparen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier sparen Sie ein bisschen Speicherplatz an dieser Stelle. Das ist sicherlich ein kleiner Vorteil, aber heutzutage ist Speicherplatz ja nicht mehr das, typischerweise in den meisten Anwendungen nicht mehr das Problem. Für die meisten Anwendungen, die einem so begegnen, abgesehen von irgendwelchen Terabyte-Geschichten mit medizinischen Daten oder astronomischen Daten oder ähnlichem, für die meisten Anwendungen ist Speicherplatz wirklich nicht der Engpass. Sodass das also, dass wir hier etwas Speicherplatz sparen, nicht das Argument eigentlich sein kann. Vor allem, wenn Sie bedenken, wie wenig Speicherplatz man hier spart. Ja, jeweils nur den Speicherplatz für einen Pointer hier. Und wenn Sie bedenken, dass typischerweise ja meistens viel mehr Informationen hier dranhängt, denken Sie an Ihre Studierendenstammdaten. Das ist eben nicht nur die Matrikelnummer, sondern da sind auch noch Vorname, Nachname und so weiter und so fort dabei. Verglichen damit fällt diese Einsparnis eines Pointers oder von mehreren Pointern hier überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Also Speicherplatz ist der naheliegende Gedanke. Speicherplatz ist kein durchschlagendes Argument. Zweiter Gedanke, vielleicht geht es ja hier schneller auszuwerten, wo es hier weitergeht, welches Element, welchen Schlüsselwert wir suchen oder wo, an welcher Stelle wir weitergehen müssen. Aber ob man sich hier durchhangelt bis zum richtigen nächsten Element oder sich hier durchhangelt bis zum nächsten richtigen Element, was von beiden da jetzt schneller ist, das steht in den Sternen. Das hängt ab von der Hardware, von der Implementation der Programmiersprache, von der Implementation der entsprechenden Zugriffsmethoden und von Gott weiß was, von der Mondphase, von irgendwelchen Unwägbarkeiten. Da kann man nicht unbedingt vorhersagen, was von beiden jetzt von der Laufzeit her schneller ist. Und so groß wird der Unterschied vermutlich auch nicht sein. Der wesentliche Grund, warum man Vielwegbäume verwendet, und zwar nicht irgendwie verwendet, sondern sehr, sehr massiv verwendet. Der wesentliche Grund ist die Architektur, das Zusammenspiel zwischen dem Computer, seinem Hauptspeicher und dem jeweiligen Hintergrundspeicher, Festplatte zum Beispiel. Wenn ich sage massiv verwendet wird, dann meine ich damit jedes einzelne Datenbanksystem dieser Welt. Vermute ich. Ich kenne natürlich nicht jedes einzelne, aber ich bin mir ziemlich sicher. Jedes einzelne vernünftige Datenbanksystem dieser Welt basiert auf solchen Vielwegbäumen, wie wir sie jetzt hier gesehen haben, als grundlegende Speicherkonstruktion, als grundlegendes Design, wie die ganzen Daten im Speicher, im Hintergrundspeicher abgelegt sind, damit man schnell auf die einzelnen Daten zugreifen kann. Denn das Problem an der Sache ist, dass dieser Zugriff auf den Hintergrundspeicher, egal ob lesend oder schreibend, extrem teuer ist im Vergleich zu allem, was so im Hauptspeicher passiert. Ja, wenn also um mehrere Größenordnungen mehr Laufzeit kostet es, hier auch nur ein einzelnes Bit rauszuholen, in den Hauptspeicher zu laden oder aus dem Hauptspeicher auf den Hintergrundspeicher zu schreiben, als alles, was da so im Hauptspeicher stattdessen an Instruktionen, an Operationen passieren könnte, sodass die Fragen, die wir jetzt eben hier diskutiert haben auf der letzten Folie, was geht jetzt schneller, im Grunde irrelevant sind.
Wenn wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, dann können wir uns hier abmühen, so viel wir wollen, das letzte bisschen an Laufzeit herauszuquetschen, es bringt gar nichts. Hier ist der Punkt, wo es sich lohnt, über Laufzeiten nachzudenken. Und die Lösung dafür, die Standardlösung, ist schon seit vielen, vielen Jahrzehnten dieselbe geblieben, nämlich, dass nicht die Information, nicht, wenn ich auch nur ein einzelnes Bit zugreifen möchte, herauslesen vom Hintergrundspeicher oder auf den Hintergrundspeicher schreiben, dann wird nicht dieses einzelne Bit zugegriffen, sondern der Hintergrundspeicher, die Daten sind organisiert in größeren Einheiten, die man Seiten oder Pages im Englischen nennt. Anzahl Bits ist eine Zweierpotenz. 4096, 8192, 16384, was auch immer. Und wenn ich ein einziges Bit rauslese, dann kriege ich entsprechend nicht dieses eine Bit nur raus, sondern die ganze Seite. Und wenn ich was rausschreibe, dann wird die ganze Seite rausgeschrieben. Das ist deshalb sinnvoll, denken Sie sich mal diese mechanische Festplatte, ja? Die rotiert da unter dem Schreiblesekopf und diese Seiten sind abgelegt, also sie haben natürlich verschiedene Spuren, nicht konzentrisch wie bei so einer alten Schallplatte, sondern tatsächlich, also nicht spiralförmig, sollte ich sagen, wie eine alte Schallplatte, sondern wirklich konzentrisch, jede in sich geschlossen. Und jetzt wollen Sie auf und in jeder Spur haben Sie nacheinander abgelegt die Seiten. Und diese Festplatte rotiert schnell und jetzt soll auf irgendeine Seite zugegriffen werden. Das heißt, der Schreiblesekopf geht auf die entsprechende Spur und wartet, bis die Seite sich unter ihm bis dahin gedreht hat, unter den Schreiblesekopf. Und dann fängt der Schreiblesekopf an zu schreiben oder zu lesen eben. Das heißt, das Teure an der Sache ist die Positionierung dieses Schreiblesekopfes und das Warten, bis die Seite gekommen ist. Dann, ob man jetzt nun ein Bit ausliest oder die ganze Seite ausliest, das macht fast keinen Unterschied mehr bei der Laufzeit. Das ist ein vergleichsweise billiger Unterschied. Und deshalb ist es ökonomisch, es macht Sinn, immer gleich größere Bereiche hin und her zu verschieben. Und die Idee dabei ist, diesen ganzen Knoten, die Anzahl der Schlüsselwerte mit allem, was dabei hängt, gehen wir vielleicht zu diesem Bild noch zurück, die Anzahl der Schlüsselwerte so zu definieren, so festzusetzen, dass dieses Bild alle Informationen, die gebraucht wird, der Schlüsselwert, die Schlüsselwerte, die Nachfolger, also die Pointer auf die Nachfolger und diese Zusatzinformationen, das N, dass das alles gerade so eben auf eine Seite passt. Das heißt also, wenn Sie sich dieses Bild ansehen, Zugriff 4, eine Seite reinladen. Wenn es hier lang geht, Zugriff 4, eine Seite reinladen. Wenn es hier lang geht, Zugriff 4, eine Seite reinladen. Wenn Sie sich vorstellen, dass da nicht nur zwei Knoten drin sind, sondern wir reden da von mehreren hundert Knoten realistischerweise bei den typischen Seitengrößen, dann heißt es, Sie laden entsprechend viele Schlüsselwerte, die zusammengehören, die Sie zusammen bearbeiten müssen, laden Sie mit einem Mal ein. Während hingegen, wenn Sie sich diese Situation hier betrachten, einen Schlüsselwert reingeladen, einen Seitenzugriff, ja, der muss ja gar nicht auf derselben Seite im Hintergrundspeicher sein, der kann an einer völlig anderen Seite sein. Reinladen, einen Seitenzugriff, wenn es dumm läuft. Hier weiter reinladen, einen Zugriff. Das ist der Unterschied. Sie haben hier, wenn es dumm läuft, einen Zugriff pro einzelnen Knoten, einzelnen Schlüsselwert. Und hier, wenn Sie gewährleisten, dass es immer eine gewisse Mindestzahl von Schlüsselwerten in jedem Knoten drin sind, und wir werden sehen, wie man das gewährleisten kann, das Stichwort lautet B-Bäume, groß B-Bäume. Es ist ungeklärt, woher dieser Name genau kommt. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Wenn Sie sich das vorstellen, dass dann der Knoten Platz hat für mehrere hundert Schlüsselwerte
und mindestens auch mehrere hundert Schlüsselwerte dann in einem Knoten drin sind, garantiert, dann sehen Sie den Unterschied. Die Anzahl der Seitenzugriffe auf den Hintergrundspeicher reduziert sich um gewaltige Größenordnung. Und das ist der Punkt, an dem man Laufzeit sparen muss. So viel zur Einstimmung. Wir gucken uns mal an, wie das Ganze in Java so aussieht. War der kurz weg? Tja, es fängt wieder an. Schauen wir mal. Gut, aber solange es bei dem bleibt, was wir jetzt eben beobachtet haben, können wir noch mitleben, ne? Das war ja der, den wir letztes Mal gar nicht ansprechen konnten. Der scheint jetzt stabil zu laufen, nachdem da ein Bauteil ausgetauscht worden ist. So. Wir haben eben dieses Bild gesehen, beziehungsweise das können wir uns noch mal kurz ansehen. Wo war das? Hier. Das müssen wir in eine Klasse packen. Und ist das von der Größe her okay? Können Sie es lesen? Ich höre keinen Protest. Ich höre was, aber ich kann es nicht entziffern. Größer? So? Okay. Sonstiger Protest? Gut. Das, was Sie hier oben sehen, ist schlicht und einfach die 1:1 Übersetzung dieses Bildes. Sie haben ein Array vom Schlüsselwerttyp, den nenne ich the keys. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Manche Leute sagen einfach nur keys, die Schlüssel, also für die Schlüsselwerte. Andere sagen the keys, um klarzumachen, dass es die, genau die alle sind, keiner mehr, keiner weniger, dass nicht woanders noch irgendwelche Keys sind in der Struktur. Ich habe mir das angewöhnt. Wie Sie das machen, ist natürlich Ihre Sache. Da gibt es, glaube ich, keinen Standard, soweit ich weiß. So, dieses N, diese Zahl, die finden Sie hier unten, Number of Keys. Und was Sie jetzt schon mehrfach gesehen haben bei mir ist, dass ich sprechende Namen bevorzuge. So wie hier Number of Keys, Anzahl der Schlüsselwerte. Man könnte es noch ein bisschen sprechender machen. Ich hatte es bei der vorhergehenden Struktur und bei der Dynamic Array noch ein bisschen sprechender gemacht. Current Number of Keys, momentane Anzahl von Schlüsselwerten, um es ganz deutlich zu machen. Was ist der Sinn von solchen sprechenden Namen? Der Sinn von solchen sprechenden Namen ist, der Name ist ein Kommentar, der bei jedem Vorkommen dieses Wertes automatisch mit dabei steht. Man muss nicht erst irgendwo anders nachschlagen, was bedeutet eigentlich diese Variable, was steht denn da eigentlich drin? Es steht in diesem Namen selber schon drin, momentane Anzahl von Schlüsselwerten. Das ist in diesem Kontext, glaube ich, kaum missverständlich, was die Semantik dieses Eintrags ist. So, und hier haben wir dann die Verallgemeinerung von dem, was wir bei binären Suchbäumen bzw. vorher bei Listen hatten. Bei Listen hatten wir einen Nextpointer. Bei binären Suchbäumen haben wir zwei Nachfolger. Die konnten wir einfach als zwei Attribute hernehmen, Left und Right. Jetzt lassen wir hier offen, wie viele Schlüsselwerte und Nachfolger so ein Knoten prinzipiell haben kann. Machen wir dann abhängig von eben solchen Überlegungen, wie wir eben angestellt haben, wie groß ist eine Seite, für wie viele Schlüsselwerte müssen wir Platz reservieren, damit ein solcher Knoten exakt gerade so eben in eine Seite hineinpasst und als Ganzes dann rein und raus geladen wird. Also lassen wir das hier offen und die beste Möglichkeit, das offen zu lassen, wenn wir eine solche obere Schranke haben, wie viel wir maximal reinspeichern, dann machen wir das als ein Array, so wie hier. Und eben auch bei den Schlüsselwerten selber, das ist dann eben dieses Bild. So, das hier haben Sie bei binären Suchbäumen auch schon gesehen. Die Darstellungsinvariante, die Invariante nach außen hin. Das ist 1:1 derselbe Satz, den wir bei binären Suchbäumen gesehen haben, nur entsprechend Ersetzung. Ja, wir hatten es beim letzten Mal mit Copy-Paste. Multiway-Search-Tree, stattdessen ein Vielwegbaum.
der wieder die Suchbaumeigenschaft erfüllt. Und nicht vergessen, auf solche Kleinigkeiten sollte man immer achten, wenn man seine Implementationen annotiert, kommentiert. Ja, das sind so Sachen, die sich potenziell der Leser, der Nutzer Ihrer Klasse als Fragen stellt, wenn es nicht dasteht. Kann ich Schlüsselwerte mehrfach in den Baum setzen, ja oder nein? Was passiert, wenn ich einen Schlüsselwert einfüge, der schon drin ist? Wird er dann eingefügt, weil mehrfach Vorkommen möglich sind? Oder gibt es irgendeine Fehlerbehandlung? Oder ein Exception wird geworfen? Oder das Programm stürzt ab? Oder was auch immer. Was passiert, wenn ich einen neuen Knoten einfüge? Also es ist immer gut, solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, mit zu dokumentieren. Also vorauszusehen, welche Fragen sich der Nutzer dieser Klasse voraussichtlich stellen wird. Das war jetzt keine Sache für die Klausur, was ich jetzt gesagt habe, sondern eine Sache fürs Leben, für Ihr weiteres Berufsleben, für voraussichtlich Größenordnung 40 Jahre Berufsleben, und dass man auf solche Dinge achtet. So, wie kann so eine Klasse aussehen? Auch da können Sie unmittelbar, das ist auch mehr oder weniger dasselbe wie beim binären Suchbaum, das ist auch 1:1 übernommen alles. Sie haben innen drin versteckt die Wurzel. Ich sollte das auch hier wieder, das hatte ich letztes Mal bei binären Suchbäumen schon gemacht, ganz privat machen, indem ich privat davor schreibe, denn sonst könnte man ja noch im Package darauf zugreifen. Sie haben versteckt die Wurzel, denn der Nutzer soll überhaupt nichts mit der Wurzel machen, er soll überhaupt nichts mit der Struktur, mit der Baumstruktur machen. Er soll von außen einfach Methoden zur Verfügung gestellt bekommen, wie finde einen Schlüsselwert, füge einen Schlüsselwert ein, lösche einen Schlüsselwert, gehe durch alle Schlüsselwerte in aufsteigender Sortierung durch und so weiter. Also die Standardmethoden, wie man auf so eine Collection zugreift. Mehr soll der Nutzer von außen nicht sehen. Das ist keine Schikane gegenüber dem Nutzer, sondern das ist auch im wohlverstandenen Interesse des Nutzers. Denn wenn der Nutzer anfängt, wir hatten es beim letzten Mal, Informatiker sind ja furchtbar schlau, die wissen ganz genau, was sie immer machen, die fangen dann natürlich an, mit der Struktur rumzumanipulieren, und schon ist irgendwo eine Inkonsistenz eingebaut. Und das sind Fehler, an denen man verdammt lange suchen muss. Beziehungsweise, wenn man Pech hat, findet erst der Kunde die Fehler. Also er findet nicht die Fehler, aber das Fehlverhalten. Also lieber komplexe Strukturen, die Konsistenzbedingungen einhalten müssen, lieber immer in eine Klasse einkapseln. Und auch hier wieder, wie bei binären Suchbaum, wie wir es beim letzten Mal besprochen haben, der Comparator gespeichert, den wir über den Konstruktor hier bekommen. Denn, wie bei binären Suchbäumen, so ein Suchbaum macht nur Sinn, wenn von Anfang seiner Lebenszeit bis zum Ende seiner Lebenszeit im Programmlauf immer dieselbe Sortierreihenfolge, Vergleichsreihenfolge der Schlüsselwerte definiert ist. Und die beste Möglichkeit, um das einzuhalten, ist, am Anfang der Lebenszeit dieses Suchbaumes die Sortierreihenfolge zu bekommen und dann immer diese bekommene Sortierreihenfolge zu benutzen. Und wir merken auch hier wieder nochmal, da ja jedes Attribut in einer Klasse bei der Einrichtung eines Objektes immer auf den Nullwert seines Typs gesetzt wird, können wir davon ausgehen, wir wissen, dass hier, ohne dass wir es setzen, dass hier die Wurzel 0 ist, das heißt, initial ist der Baum leer, was ja eine sinnvolle Initialisierung ist. So, bei binären Suchbäumen hatten wir zwei Methoden hier implementiert, Find und Insert. Ich belasse es hier beim Find. Insert, das werden wir dann später sehen, das wird schon ein bisschen komplizierter als bei binären Suchbäumen, vor allem wegen der Eigenschaften, die ich angesprochen hatte, dass jeder Knoten
einen Nachfolger mehr haben muss, als er Schlüsselwerte hat. Unsere Insert-Methode für binäre Suchbäume erfüllt das nicht. Da können Knoten entstehen, die nur einen Nachfolger haben, diesen neu eingefügten Nachfolger eben. Und das andere, was ich gesagt hatte, das Ganze macht ja nur Sinn, wenn wir mit der Argumentation, mit dem seitenweisen Hin- und Herschieben der Daten, macht nur Sinn, wenn wir hier garantieren können, dass wir eine Mindestzahl von Schlüsselwerten in jedem Knoten drin haben. Das eins müssen natürlich auch beim Einfügen eines Knotens berücksichtigt werden, solche Sachen. Das gucken wir uns alles später nochmal an. Das hat mit dem Theorietestat 1 überhaupt nichts zu tun. Also nur Feind, um Ihnen einen Eindruck zu geben, wie man mit so einem Vielwegbaum sinnvoll umgehen kann. So, Schlüsselwert finden im Vielwegsuchbaum, das ist jetzt 1:1 die Spezifikation wie bei Methode Feind bei binären Suchbäumen. Sie sehen, die äußere Sicht, die Sicht des Nutzers, ist durch die Einkapselung mit Public und Private immer dieselbe. Methode Find mit der und der Spezifikation, Methode Insert mit der und der Spezifikation und so weiter. Das ist bei Linked List so, das ist bei der Klasse Dynamic Array, die wir mit der angefangen haben, so, das ist bei binären Suchbäumen so, das ist bei Vielwegsuchbäumen so und bei allem anderen, was wir noch betrachten werden, auch. Aus Sicht des Benutzers ist alles dasselbe. In der Java API sehen Sie das realisiert dadurch, dass in Java Util Interfaces wie Collection drin sind, die dann von diesen einzelnen Klassen wie Linked List und so weiter implementiert werden. So, wie schreiben wir jetzt diese Methode Find? Da wäre es vielleicht nicht schlecht, dieses Bild hier vor Augen nochmal zu haben. Mal gucken, ob das jetzt das Beste ist. Die Logik ist dieselbe wie bei binären Suchbäumen. Wir fangen irgendwo an. An der Wurzel und hangeln uns dann schrittweise durch, bis wir an der richtigen Stelle sind. Tree, Node, T, P. Das ist meine Konvention, wissen Sie, immer für den Laufpointer, dass ich den kleinen P nenne. Und wenn ich mehrere Laufpointer brauche, nenne ich die P1, P2, P3. Sie können diese Konvention übernehmen. Es schadet nichts, meine Konvention in der Klausur zu übernehmen, weil das dann bei der Korrektur einfacher wird zu verstehen, was Sie meinen. Das heißt also, die Gefahr, dass Sie da aus Versehen, dass Ihnen aus Versehen etwas nicht anerkannt wird, weil es nicht verstanden worden ist, ist geringer. So, das ist die Root, die Wurzel. Da fangen wir an. Wie machen wir das jetzt am besten wieder? Ich denke, hier können wir, Sie haben ja gesehen, wir haben verschiedene, also Weilschleife bietet sich hier an, Zählschleife bietet sich nicht an, weil wir nicht vorher wissen, wie weit wir kommen. Und ich würde sagen, hier bietet es sich an, nicht sowas wie while true, sondern sowas wie while p ungleich 0. Sodass wir also in dem Moment, wenn wir durch den Baum durchgelaufen sind und an eine Stelle kommen, wo es nicht mehr weitergeht, und bis dahin den Schlüsselwert gar nicht gefunden haben, dann wissen wir, er ist nicht drin. Also wissen wir schon mal hier an dieser Stelle, wenn wir aus dieser Schleife rausgehen, ohne mittendrin mit Return rauszugehen, weil wir den Schlüsselwert gefunden haben, wenn wir also wirklich diese Schleife bis zum bitteren Ende, bis zur Abbruchbedingung durchlaufen, dann wissen wir, wir können jetzt an dieser Stelle false, ups, ja super, false zurückliefern. Kann nichts dran falsch sein. So, was passiert hier? Jetzt müssen wir mit dieser Struktur klarkommen. Gucken, ist das einer von den Schlüsselwerten, die hier drin sind? Oder wenn nein, welches wäre der richtige Nachfolger, um weiterzugehen? Das kann man in eine Schleife packen, beides zusammen, weil wir ja, so wie dieses Bild hier das ja suggeriert, wir können ja sozusagen immer abwechseln, Pointer,
Schlüsselwert-Pointer, Schlüsselwert durchgehen in aufsteigender Sortierung. Oder man kann es auch in zwei Schleifen packen. Das mache ich jetzt lieber, das ist übersichtlicher. Da denke ich, werde ich weniger Gefahr laufen, mich zu verhaspeln. Also erstmal eine Vorschleife, die das Schlüsselwert-Array durchgeht, i kleiner. Jetzt kommt hier diese Current Number of Keys ins Spiel. P auf dem Knoten, wo wir drauf sind, das Attribut Current Number of Keys, e plus plus. Und jetzt müssen wir unser Orakel befragen, den Comparator, weil das auch unsere einzige, weil das ja auch der Comparator sagt uns nicht nur, was kleiner oder größer ist, sondern es sagt auch, was gleich ist. Also wenn cmp.compare, ist Ihnen auch ein bisschen kalt hier im Raum? Ich weiß nicht. Gut, das kann an dem kalten Metall hier auch liegen, dass meine Hände ein bisschen kalt sind und deshalb ein wenig steif hier beim Tippen. Falls die beiden, also der gesuchte Key und, was müssen wir jetzt, p.thekeys von i, falls die gleich sind, was ja nach Logik von Comparator bedeutet gleich 0, dann haben wir das Element gefunden, wir brauchen nichts mehr weiter zu tun und wir wissen, das Endergebnis ist true und geben das Endergebnis an dieser Stelle einfach zurück. Gibt es da eine Frage? Okay, hat sich geklärt. So, das ist das Erste. Und bedenken Sie daran, durch diese Abbruchbedingung hier kann ich blindlings davon ausgehen, dass p ungleich 0 ist. Das heißt, ich kann hier einfach beliebig auf diese Elemente zugreifen. Ich gehe davon aus, ich erwarte, dass in Current Number of Keys tatsächlich der richtige Wert drin steht. Darauf vertraue ich hier an dieser Stelle, ohne es nochmal nachzuprüfen. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich es nachprüfen könnte. Ich muss darauf vertrauen, dass Einfügen und Löschen diese Operation Current Number of Keys korrekt dann wieder umsetzen. So, und jetzt muss ich durch die Nachfolger durchgehen und gucken, welches der richtige ist. Da denke ich, sollte ich, wie mache ich das am besten? Ich denke, ich muss da wahrscheinlich einen Fall entweder vorne oder hinten gesondert behandeln. Und ich denke, wenn ich von vorne nach hinten durchgehe, ist das das Einfachste, wenn ich den letzten Fall gesondert behandle. Das heißt, ich gehe jetzt wieder durch i kleiner p.current number of keys i plus plus. Gucken wir uns nochmal an. Also hier setze ich nochmal meine drei Fragezeichen rein, damit es garantiert nicht durch den Compiler durchgeht, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Abbruchbedingung jetzt die richtige ist. Jetzt wieder ein Vergleich. Falls der Schlüsselwert, den ich suche, kleiner k1 ist, dann muss ich hier weitergehen. Falls kleiner k2, dann hier weiter und so fort. Hier das Bild, da fangen die Schlüsselwerte mit 1 an. Hier im Array fangen sie mit 0 an. Muss ich auch noch dran denken. Falls also p.thekeys von i, falls also der Key kleiner als dem Schlüsselwert ist, das heißt es hier, dass das hier kleiner 0 ist, richtig? Ja, so war die Semantik von Compare. In dem Fall setze ich p gleich
P-Punkt des Successors an, mit der zugehörigen Stelle, nämlich vor 0 setze ich 0, vor 1 setze ich 1, vor 2 setze ich 2, also setze ich hier einfach I, P gleich des Successors. Und damit ich da jetzt nicht in weitere Probleme reinkomme, dass mir da noch irgendwas überschrieben wird oder so, mache ich hier ein, was mache ich denn da jetzt, ein Break? Ich muss da, wie mache ich denn das jetzt am besten? Setze ich mal rein. Sie können mir da ja auch helfen bei der Struktur. Ich meine, es hat ja ganz gut funktioniert in den letzten Malen. So, ich gehe durch diese Vorschleife durch, aber was ich damit noch nicht berücksichtigt habe, ist dieser allerletzte. Es kann ja sein, dass dieser allerletzte, Nachfolger der richtige ist. Nämlich, wenn es keinen einzelnen Key gibt, sodass der Key, den ich suche, kleiner 0 ist. Also, dass hier kleiner 0 raus, sodass dieser Key kleiner ist. Sondern wenn der Key, den ich suche, größer als alle diese Keys ist. In dem Fall müsste ich hier nicht als Teil der Vorschleife. In dem Fall müsste ich hier dann P gleich P.Successors schreiben an der Stelle. Was ist das dann? Current Number of Keys an welcher Current Number of Keys? Current Number of Keys. So, jetzt muss ich nun, also im Prinzip ist die Logik soweit richtig, ich muss das nur mit dem Break. Ich will verhindern, dass das passiert. Mit dem Break komme ich ja nur einmal raus. Ich komme ja, theoretisch müsste ich ja sogar noch zweimal Break machen, aber das aus dieser Vorschleife raus und dann while. Aber da sehe ich jetzt nicht auf die Schnelle, ob ich das hinkriegen kann und wenn ja, wie. Das heißt, ich mache sicherheitshalber hier noch eine Abfrage hinein. If key, compare key was ist das? The keys an der Stelle. An welcher Stelle ist das jetzt? Current Number of Keys minus 1. Also, falls es in den letzten hier reingehen soll, weil der Schlüsselwert, den ich suche, größer als der letzte Schlüsselwert ist, dann soll das passieren. So, und hier haben wir nochmal die Baustelle. Das stimmt. Ich vergleiche das mit sämtlichen Keys einmal. Ob er kleiner als dieser Key ist. So, ich bin der Meinung, dass diese Baustelle geschlossen werden kann. Nochmal gucken, Sie haben was gesehen? Entschuldigung, wo? Ach, hier. Vielen Dank. Das hätte zum Glück der Compiler auch gemerkt, aber da wir ja jetzt hier einfach so freihändig programmieren, natürlich nicht. Und hier auch nochmal, nicht? So, haben wir es noch irgendwo? Nee, sonst habe ich es überall geschrieben. So, also, gehen wir nochmal durch. Ich fange bei der Wurzel an, wie immer, und steige jetzt ab. Wenn ich so weit abgestiegen bin, dass es nichts mehr gibt, dann weiß ich, ich hätte den Schlüsselwert finden müssen auf dem Weg, habe ihn aber nicht, also kann ich sicher false zurückliefern. So, was machen wir jetzt? Ich gehe jetzt durch alle Schlüsselwerte durch, das ist der einfache Teil, nicht? Und jedes Mal, wenn ich an jedem Schlüsselwert vergleiche ich, ob das der gesuchte ist. Und wenn ja, bin ich fertig, gebe true zurück und muss mich um Break und so weiter nicht mehr kümmern, weil ja die Methode zu Ende ist. Das ist der etwas kompliziertere Teil hier.
Ich gucke erst einmal mit der Schleife hier vorne weg, ob das zuerst gucke ich, ob das, der Schlüsselwert, den ich suche, kleiner als der erste Schlüsselwert ist, dann ob er kleiner als der zweite Schlüsselwert ist und so weiter. Und das Ganze funktioniert, weil ich hier einen Break reinsetze. Das heißt also, das erste Mal, wo das stimmt, hört diese Schleife auf. Okay, ohne das Break würde was Falsches potenziell rauskommen. Und dann habe ich noch den einen Fall ausgelassen in dieser Schleife, bei dem keiner dieser Fälle vorkommt. Und dann kann ich hier entsprechend den Nachfolger anders setzen. Wir sind also einen Nachfolger weitergegangen, je nachdem, wie groß der Schlüsselwert ist, im Verhältnis zu den Schlüsselwerten in dem aktuellen Knoten. Gibt es noch ein Problem? Ich habe Sie zuerst gesehen. Beim letzten Vergleich hier, oh ja, kleiner 0 ist ja richtig, nee, größer 0, oder? Größer 0, so herum. Bitte? Ja, das ist richtig. Also die Anmerkung war, wenn ich hier mit Break aus der Schleife rausgehe, dann habe ich P geändert, aber das hier wird nochmal ausgeführt. Aber wenn Sie sich das genau ansehen, ich bin mir sicher, wenn Sie hier in irgendeinem Durchlauf mit Break rausgehen, wird dieser Ausdruck, dieser boolsche Ausdruck hier zu false evaluieren. Weil hier true heißt kleiner als irgendeiner der Keys. Und hier true heißt größer als der größte Key, also größer als alle Keys. Diese beiden Fälle schließen sich logisch aus. Das heißt, wenn ich hier auch nur ein einziges Mal den Nachfolger setze, komme ich hier nicht mehr hin. Unter der Voraussetzung, darauf muss ich mich hier verlassen, dass die Schlüsselwerte aufsteigend sortiert im Knoten sind. So, noch etwas. Ah, das P wird geändert, das war der Punkt. Ha, ja, natürlich. Danke für den Hinweis, das ist ja furchtbar, was ich da implementiert habe. Dann muss ich das Übliche machen, Trinode, T, gut, manchmal, ich habe gesagt P1, P2, manchmal nenne ich es dann auch Q, Q gleich P an dieser Stelle. Und dann muss ich hier mit Q alles machen. Ne? Alles mal durchgehen hier, wo ein P ist. Daraus einen Q machen. Und hier nochmal. Halt. Ich habe jetzt zu viel gemacht. Da habe ich wieder unlogisch gedacht. Passiert schon mal. Hier in den Abfragen muss es bei P bleiben, denn ich frage auf dem aktuellen Knoten ab. So. Sämtliche Abfragen müssen auf P bleiben, sind sie jetzt hoffentlich alle wieder. Und hier natürlich auch Q gleich P, Punkt des Successors. So, die Abfrage bleibt hier auch auf P und Q gleich P, Punkt Successors. Und am Ende muss ich dann nochmal hier P gleich Q setzen. Ist damit das Problem gelöst? Müsste doch nicht. Ich setze Q auf den nächsten Nachfolger, wobei P bleibt auf dem aktuellen Knoten. Ich mache alle Tests auf dem aktuellen Knoten, setze Q dann entsprechend auf den Nachfolgern und am Ende setze ich P auf diesen Nachfolger und bin dann einen Schritt runtergegangen. Problem gelöst? Wer hatte denn die Anmerkung gemacht? Jetzt will es keiner gewesen sein. Ist, glaube ich, gelöst. Danke für den Hinweis, das wäre ja
furchtbar schief gelaufen. Das ist auch wieder so ein Fehler, wo man erst ein bisschen suchen muss, bis man den findet, dass der Knoten dann, dass das P dann völlig falsche Wege durchläuft. Bitte? Die Frage war, ob ich P und Q mit new initialisieren muss. Nein. Das ist nochmal der wichtige Punkt, mit dem ich letzten Donnerstag ganz zu Anfang begonnen hatte. Der Unterschied zwischen einer Variable von einem Klassentyp, so wie P und Q, und einem Objekt. Die Variablen, so wie P und Q, sind einfach Pointer. Und ich kann eine solche Variable auf ein neues Objekt zeigen lassen. P gleich new irgendwas. Ich kann es aber auch anders machen, und das ist hier die richtige Logik, dass ich P auf schon existierende Objekte setze, weil ich diese existierenden Objekte ja durchlaufen möchte. Und auch hier kein new. Hier stehen jetzt dieselben Speicheradressen drin, nämlich die von dem aktuellen Knoten. Weitere Fragen an dieser Stelle? Bitte? Ja, das hatte ich zu Anfang versucht zu sagen. Man kann diese beiden Schleifen auch zu einer zusammenfassen, was ja hier durch dieses Bild suggeriert wird. Pointer, Schlüsselwert, Pointer, Schlüsselwert, Pointer. Kann man machen, aber mir schien es sinnvoller zu sein, das voneinander auseinanderzufiddeln, weil ich fürchte, es wird so kompliziert, dass es sehr, sehr schwer wird zu durchschauen, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Sie kennen doch vielleicht das KISS-Prinzip in der Informatik? Wer kennt das? Okay, eine Minderheit. Dann kennen Sie das jetzt, und das ist ein schönes Beispiel dafür. So, eine typisch angelsächsische Sprechweise. Bill Clinton hatte als Wahlspruch gehabt, it's the economy, stupid. Vielleicht vor ihrer Zeit. Also Sie finden viele, viele, viele angelsächsische Sprüche mit Komma stupid Ausrufezeichen, unter anderem dem immer lieber die Sache einfach halten. Und hier halten wir die Sache einfach, indem wir diese beiden Schleifen auseinanderhalten. Sonst noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Punkt? Ist das eine Meldung? Anscheinend nicht. Gut, dann sind wir mit diesem Punkt hier fertig. Generell mit Vielwegbäumen, mehr will ich an dieser Stelle dazu nicht sagen. Ich hatte Sie im Forum in dem laufenden Thread zum Stand der Vorlesung, hatte ich Ihnen aufgetragen, für heute sich mal diesen Foliensatz ein bisschen anzuschauen. Das ist jetzt das letzte Thema, was bei den Theorietestaten thematisiert wird. Ich hoffe, Sie haben sich alle schon mal das Übungsblatt angesehen, was auf die Theorietestate vorbereitet. Wenn nicht, Sie finden es in Moodle und sollten es sich so bald wie nur irgend möglich ansehen. So, einen Schritt weiter. Jetzt hatten wir Vielwegbäume. Immer noch so eine hierarchische Organisation. Eine Wurzel, davon die nächste Schicht, davon die nächste Schicht und so weiter und so fort. Macht auch Sinn bei solchen Suchbäumen, das so hierarchisch zu organisieren. Aber wenn wir mal über dieses Thema Schlüsselwerte speichern hinausdenken und uns andere Problemstellungen in Informatik ansehen, dann werden wir feststellen, dass dieselbe Logik mit Knoten und Nachfolgern auch an vielen anderen Stellen sehr wichtig ist. Zum Beispiel im Navi, in Ihrem Auto oder wo auch immer, oder in Ihrem Smartphone. Aber es gibt unzählige Anwendungen der Informatik, in denen solche netzwerkartigen Strukturen wichtig sind. So, dieser Algorithmus hier, den werden wir uns später noch mal genauer zu Gemüte führen. Hier geht es erst einmal um die Vorbereitung auf Theorietestat 1, und da kommen solche Strukturen auch vor. Gerichtete Graphen. So, was heißt das? Das heißt, Sie haben Knoten wie bisher auch.
Die haben jetzt hier einfach als Schlüsselwert irgend so einen Buchstaben. Wenn sie ein Straßennetz hätten, vielleicht ein Autobahnnetz, dann wären die Knoten vielleicht die Autobahnknotenpunkte und die Abfahrten, die haben ja auch einen Namen und die Abfahrten auch eine Nummer und so weiter. Das wären vielleicht Informationen in so einem Anwendungsfall. Und sie haben Verbindungen, die jetzt nicht mehr so schön hierarchisch sind wie bei Vielwegbäumen, sondern kunterbunt. Eben so, wie es die Anwendung ergibt. Dass sie beispielsweise eine Verbindung von E nach F haben, von B nach A und so weiter und so fort. Gerichtete Verbindungen, sie können auch eine Verbindung von H nach G und eine andere von G nach H haben und so weiter. Und sie können darauf, je nach Anwendung haben sie da verschiedene sinnvolle Attribute. Wenn sie beispielsweise die Situation Navigation in einem Straßennetz haben, dann wären das, wie gesagt, die Verkehrsknotenpunkte, zum Beispiel in der Stadt die Kreuzungen und Einmündungen wären sinnvollerweise die Knoten. Und die Pfeile, die Kanten wären die Segmente der Straße zwischen zwei solchen Kreuzungen und Einmündungen. Das hier wäre ein Fall einer in beiden Richtungen befahrbaren Straße. Und die meisten hier wären halt Einbahnstraßen, so wie das kennen Sie aus Darmstadt, was es da so alles an Einbahnstraßen gibt. Da ist das Navigieren teilweise ohne Navi schon ein bisschen kompliziert. So, Sie können sich auch vorstellen, dass das ein Kommunikationsnetzwerk ist mit irgendwelchen Servern dazwischen. Dann sind das eben die Kommunikations-, die Verbindungswege. Beim Thema Navigation im Straßenverkehr wäre das typischerweise, würde man hier vielleicht zwei Attribute haben. Einerseits die geografische Distanz, den Weg, den man hier zurücklegen muss. Andererseits die geschätzte Fahrzeit. Ja, im Navi wollen Sie ja immer wissen, wie lange fahre ich, und wenn Sie dann einen Weg berechnet bekommen von E hier irgendwie weiter nach P, dann geschätzte Fahrzeit eine Minute plus geschätzte Fahrzeit 2 plus geschätzte Fahrzeit 8 plus 45 plus 4 ergibt dann die geschätzte Fahrzeit für die ganze Route, beziehungsweise Kilometerangabe, 1 Kilometer von hier nach hier plus 2 Kilometer plus 8 Kilometer plus 45 plus 4 Kilometer ergibt dann halt die Distanz Ihrer Fahrtroute. Bei Anwendungen, wo das hier ein Kommunikationsnetzwerk ist, wäre es sinnvoll, hier beispielsweise als Attribut die Bandbreite zu haben. Oder denken Sie an Versorgungsnetzwerke, Gasnetzwerk, dann wäre hier sicherlich sowas wie ein Durchsatz sinnvoll. Und dann wird man versuchen, irgendwie zu planen, wo wie viel Gas durchfließt. Das sind so alles verschiedene Beispiele für Anwendungen solcher netzwerkartigen Strukturen. Und diesen Algorithmus, den wir uns später noch genauer ansehen werden, der benannt ist nach seinem niederländischen Schöpfer Edgar Dijkstra, der zeigt schon mal sehr gut, wie man in so einem Netzwerk operieren muss, was da so die typischen Schritte sind. Und das ist kein Wunder, dass diese Schritte so ähnlich sind wie zu dem, was wir gesehen haben, nämlich immer den Pfeilen folgen. Nur eben nicht mehr wie bei Vielwegbäumen, bei binären Suchbäumen von oben nach unten, beziehungsweise bei linearen Listen sind wir von links nach rechts durch die Folie gegangen, sondern jetzt beliebig in eine Struktur. Zum Beispiel, dass wir, hier wollen wir starten, das hier ist der nächste erreichbare Knoten, nur 8 Minuten entfernt. Der sieht doch gut aus, gehen wir doch in die Richtung lang. Hier von S aus geht es 20 Minuten weiter, hier 45 Minuten, hier 30 Minuten. Und hier nach C geht es 8 plus 4 Minuten, 12 Minuten. Also sieht es gar nicht so schlecht aus, hier weiterzugehen. Oder jetzt wieder dieselbe Logik, hier lang, um hier mal weiter zu gucken, ob es hier weitergeht, muss man 20 Minuten schauen. Also hier dauert es erstmal von vornherein 20 Minuten, bis wir überhaupt jetzt mal bei B sind. Hier 45 Minuten, bis wir bei L sind. Hier bis E dauert es nur 13 Minuten. Hier dauert es 15 Minuten hin. Also ist E keine schlechte Wahl, um mal vorwärts zu schauen, ob es da nicht sinnvoll weitergeht und so fort. Also Sie sehen, es geht weiterhin um Navigation, so wie in den Bäumen.
Deshalb ist das alles zusammengefasst auf einem Theorietestat in einer Übung. Aber die Logik ist jetzt eine etwas andere. Nämlich, dass wir gucken, wo wir gehen weiter. Wir navigieren durch den ganzen Graphen und wir gucken weiter, wo es jetzt am besten erscheint, nach irgendeiner Logik. Hier habe ich die Logik angewandt von dem Algorithmus von Dijkstra, nämlich ich bin nochmal zurück, der kürzeste Wege findet, also jedes Navi auf dieser Welt hat garantiert eine Variation dieses Algorithmus implementiert als Kernkomponente, die tatsächlich die Verbindungen berechnet. Und die Logik ist eben die ich hier gesagt habe, von S aus könnten wir in 20 oder in 45 oder in 30 Minuten weitergehen, schlecht, von A aus können wir gerade gar nicht weitergehen, weil ja die einzige Kante hier rein zeigt, von C aus könnten wir hierhin weitergehen oder hierhin weitergehen, das sind 13 Minuten oder 14 Minuten oder 15 Minuten und das ist der interessante Knoten dann. So, einfach um Ihnen ein Gefühl zu geben dafür, wovon beim Theorietestat eigentlich die Rede ist. Und das gucken wir uns auch noch wieder in Java natürlich an. Und soweit ich sehe, werden wir dann damit auch genau, mehr oder weniger genau dann 20 vor 10 abschließen können. So, wie implementieren wir das in Java? Das sieht erstmal ein bisschen komplizierter aus. Also hier sehen Sie erstmal die Implementation. Es ist eine mögliche Implementation. Bei Graphen, je nach Anwendung, wird man unterschiedliche Implementationen wählen, wie man den Graphen darstellt in einer Klasse in Java oder einer anderen Programmiersprache. Das hängt davon ab, vor allem erst einmal, ob wir den Graphen so hernehmen, wie er da ist und darauf nur herumnavigieren, so wie in diesem Algorithmus von Dijkstra, oder ob wir eine Anwendung haben, bei der wir tatsächlich auch diese Datenstruktur, diesen Graphen, diese Netzwerkstruktur manipulieren, dass wir Knoten noch einzufügen haben oder zu löschen haben, oder dass wir solche Pfeile, solche Verbindungen einzufügen oder zu löschen haben. Ja, auch da gibt es Anwendungen, beispielsweise Kommunikationsnetzwerk. Sie haben ein Kommunikationsnetzwerk gegeben, so wie hier in diesem Bild. Das, was auf der rechten Seite ist, braucht Sie nicht heute zu interessieren. Damit werden wir uns befassen, wenn wir zum Algorithmus von Dijkstra direkt kommen werden. Sie haben so ein Kommunikationsnetzwerk wie in diesem Bild mit Servern hier überall und mit Kommunikationskanälen zwischen den Servern. Und Sie wollen hier praktisch am grünen Tisch mit einer Software, mit einem Algorithmus, eine Verbesserung dieses Netzwerkes berechnen. Ja, Sie wollen gucken, wo müsste ich noch zusätzliche Verbindungen einfügen, damit die Konnektivität besser wird, damit die Ausfallsicherheit besser wird. Ja, also hier zum Beispiel haben wir ja schon redundante Auslegung, eine Verbindung hier von links nach rechts, eine Verbindung hier von links nach rechts. Nicht überall hier haben wir redundante Auslegung. Nach M hinein gibt es nur eine einzige Verbindung. Und wenn M ein wichtiger Knoten ist, dann sollten wir hier auch noch irgendwo redundant einen Pfeil hinzeichnen und so weiter und so fort. Ja, es gibt Anwendungen, algorithmische Problemstellungen, bei denen man diese Graphenstruktur noch manipulieren will. Neue Server rein, wo man sie braucht, oder Geld sparen. Server, die nicht so wichtig sind, rausnehmen aus der Struktur und hoffen, dass alles gut geht mit der Reststruktur. Genauso neue Verbindungen rein, um die Ausfallsicherheit oder die Bandbreite zu verbessern oder um Geld zu sparen, Verbindungen rausnehmen, in der Hoffnung, dass das jetzt kein Problem ist mit der Ausfallsicherheit. So. Hier haben wir jetzt aber eine konkrete Situation, in der wir nur den Graphen hernehmen, so wie er ist. Also Graph und Netzwerk sind hier synonym, hat nichts mit dem Funktionsgraphen aus der Mathematik zu tun, außer dass es gleich geschrieben wird. Das heißt, wir können uns eine relativ einfache Struktur aufbauen, in der
Einfügen und löschen ein Problem wäre, aber wenn wir nicht einfügen und löschen wollen, ist es auch kein Problem. Das heißt, wir können einfach mit Arrays arbeiten. Nur statische, also unveränderliche Graphen, man redet dann von statischen im Gegensatz zu dynamischen Datenstrukturen, nichts vorgesehen, was hier manipuliert. Und das heißt also, wir können alles in Arrays organisieren. Und hier diese Verbindungen heißen, die werden Sie in der Literatur immer als Kanten finden. Das ist der Begriff, der sich etabliert hat, im Englischen dann auch übersetzt Edge, EDGE oder auch manchmal Arc für Bogen, im Deutschen in beiden Fällen Kanten. Das müssen Sie sich einfach daran gewöhnen, dass diese Verbindungspfeile überall in der Literatur Kanten heißen. So, vielleicht noch etwas dabei. Ich leiste mir hier jetzt mal den Luxus, von dem, was ich selber hier gerade eben vorhin gepredigt habe, abzuweichen, alles auf Public zu setzen. Es wäre jetzt hier für die Darstellung nur eine unnötige Komplizierung, wenn ich hier es wirklich korrekt einkapseln würde und so weiter. Aber Sie wissen natürlich, in einem echten Softwareprojekt sollte man das besser anders machen, als ich das jetzt hier mache. So. Wir brauchen eine Klasse für Knoten. So ähnlich wie bei den Listen und Bäumen bisher auch, brauchen wir eine Klasse hier auch für die einzelnen Knoten. Da sind dann Attribute drin. Das habe ich hier einfach als generischen Parameter gemacht. Ja, für diese Datenstruktur ist es vollkommen unwichtig, was wir hier für Attribute in den Knoten haben. Etwa, wenn da Städte sind, Sie haben ein großes Autobahnnetzwerk, wenn da Städte sind, dann der Städtename vielleicht. Oder wenn es feiner granular ist, wenn es das Autobahnnetzwerk ist, die Nummern oder Namen der Autobahnkreuze und der Abfahrten und so weiter und so fort. Was da genau an Attributen drin ist, ist für diese Datenstruktur vollkommen egal. Wir wenden wieder dasselbe Prinzip an wie immer, nämlich wir basteln die Datenstrukturen und wenn es geht auch die Algorithmen so, dass sie möglichst allgemein sind. Und die Methode der Wahl ist Generics. So, wir haben also Knotenattribute hier, ein generischer Parameter, weil uns egal ist, was die Knotenattribute sind, ob das jetzt nur Namen von Städten oder sonst was ist. Und was wir jetzt auch brauchen, und da weichen wir jetzt ab von dem, was wir bei binären und Vielwegsuchbäumen hatten, wir werden hier nicht umhinkommen, auch eine Klasse für Kanten einzurichten. Ich hatte ja gesagt, im Englischen heißen Kanten Edge, wörtlich übersetzt, oder Arc für Bogen. Ich habe hier Arc verwendet. Also viele Leute halten sich daran, ich auch. Wenn die Verbindung einen Pfeil hat, wenn sie gerichtet ist, heißt sie Arc für Bogen. Wenn sie keinen Pfeil hat, wenn sie ungerichtet ist, also wenn die Verbindung sozusagen in beiden Richtungen dasselbe ist, ein nicht gerichteter Kanal, dann heißt sie Edge. Aber da kommen wir dann später noch dazu, das ist jetzt nicht so wichtig an diesem Moment. So, warum brauchen wir hier im Gegensatz zu Vielwegbäumen und binären Bäumen und Listen eine eigene Klasse für diese Verbindungen? Weil wir auch hier Attribute haben und das sind ja sogar die wichtigeren Attributen bei den Anwendungen, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja, Stichwort Navi, dass dieses Attribut hier die geografische Distanz ist, die Strecke, die man durchfahren muss, die Länge dieser Strecke oder die geschätzte Fahrzeit oder beides. Ja, ich weiß es nicht genau, wie man das jetzt im Navi die ganzen Daten kodiert, aber es wird sicherlich mehr dabei sein als nur die geschätzte Fahrzeit für so eine einzelne Kante. Die Distanz und die Fahrzeit, keine Ahnung, oder die durchschnittliche Geschwindigkeitsbegrenzung, Beschränkung, sodass man also von der Distanz auf die geschätzte Fahrzeit schließen kann. Irgendwelche Daten sind da drin.
Aber das ist für die Datenstruktur völlig irrelevant, was das genau für Daten sind. Deshalb lassen wir das offen. Haben auch wieder nur ein Attribut, wo die ganzen Attribute, die Bedeutung tragen, drin sind. So, und diese beiden Klassen müssen wir natürlich miteinander verknüpfen. Wie machen wir das? Ja, was habe ich denn eben gemacht? Was habe ich eben gemacht, um zum Beispiel zu entscheiden, warten Sie mal, ich gehe nochmal wieder auf Vollbitmodus und hoffe, dass jetzt alles funktioniert mit dem Beamern. Was habe ich gemacht, um jetzt in dieser Situation zu entscheiden, dass das E der interessanteste Knoten hier an dieser Stelle ist? Ich habe mir geguckt, von S aus geht es da lang und da lang und da lang weiter. Von A aus geht es gerade gar nicht mehr weiter, außer das, was wir schon eh gesehen haben. Hier diese grüne Kante haben wir schon gesehen. Von C aus geht es da lang, da lang, da lang, da lang weiter. Ja, ich gucke von jedem Knoten aus, logischerweise, was auch sonst, die Verbindung, die von diesem Knoten zu anderen Knoten gehe. Und so muss ich dann entsprechend die, wo ist denn das jetzt geblieben? Da. So muss ich dann entsprechend die Daten kodieren, damit diese Operation schnell und leicht und einfach geht. Also schnell von der Laufzeit her, einfach zu implementieren. Das gibt, glaube ich, eine sinnvolle Möglichkeit. Auf der einen Seite bei einem Knoten speichere ich mir die aus diesem Knoten rausgehenden Kanten, die outgoing Arcs, die rausgehenden Kanten. Da wir den Graphen eben, wie gesagt, nicht verändern in diesen Anwendungen hier, die wir hier betrachten, reicht es, das als ein Array einfach zu basteln. Und damit hätten wir das schon kodiert. Also bei dem Knoten C zum Beispiel würden in diesem Array die outgoing Arcs diese Kanten drin sein. Diese hier, und diese hier. So, aber bei der Kante brauchen wir natürlich auch noch Informationen, nämlich auf welchen Knoten diese Kante verweist. Diese Kante verweist auf den Knoten E, diese Kante verweist auf den Knoten H und so weiter. Das muss als Information hier drin stehen. Jetzt sehen Sie etwas Merkwürdiges. Ich sehe jetzt, hier haben Sie gesehen, Verweise beim Knoten, Verweise auf die Kanten als Objekte der Kantenklasse. Hier anders, nämlich ein Int, der auch noch anders heißt, also Head, der Kopf der Verbindung der Kante, da wo die Kante hinzeigt. Und dann noch mit dem ID hin. Das liegt daran, wie ich einfach die Knotenmenge hier kodiert habe. Wenn auch die Knotenmenge statisch ist, also keine Knoten eingefügt oder gelöscht werden, dann kann ich mir auch hier das Leben leichter machen und einfach ein Array von Knoten haben, wo dann in jeder Komponente ein zugehöriges Objekt vom Knotentyp drinsteht. Und dann macht es Sinn, einfach auf den Index zu verweisen innerhalb dieses Arrays. Das heißt also, bei beispielsweise dieser Kante, die verweist auf H. H steht irgendwo in dem Knoten-Array, ist irgendwo in dem Knoten-Array abgespeichert, hier in diesem Array, das ist verkehrt, so. In diesem Array abgespeichert, the nodes. Und der Index, wo dieser Knoten mit seinen Attributen und seinen rausgehenden Kanten abgespeichert ist, dieser Index steht bei dieser Kante dann hier oben. Und vielleicht noch etwas zur Notation, zur Wahl der Begrifflichkeiten. Es macht immer sehr viel Sinn zu unterscheiden, wenn das wirklich ein Index ist, der außerdem noch eindeutig ist, dann nicht einfach Head zu schreiben, sondern Head-ID, damit jeder Sie selber nach einem Jahr oder nach 3 Jahren, wenn Sie da wieder mal in Ihren Code reinschauen und sich zurechtfinden müssen, oder jemand anders, der in Ihren Code reinschaut, damit er sofort an dem Namen erkennt, aha, das ist eine ID. Das ist nicht
der Knoten, sondern das ist die ID dieses Knotens. Kleine Möglichkeit, Anfangsverwirrung zu vermeiden. So, das ist die Graphenstruktur. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, hier im besten Schritt vorwärts zu gehen. Ja, wir gucken uns die Kante an, wir gucken uns die Kante an, wir gucken uns die Kante an und die Kante und haben uns für die Kante entschieden, das ist das Beste. Warum? Weil hier nur eins weitergeht, hier kostet es uns nur eins, hier kostet es uns zwei, drei oder sechs. Also hier lang weiter. Ein typischer grundlegender Schritt bei solchen Netzwerk-Graphen-Algorithmen, den wir uns einfach jetzt mal ansehen, beispielhaft, und dann ist der, und das wird noch gut in die restliche Zeit, denke ich, reinpassen. So, Sie kennen, das ist die Methode, die wir implementieren wollen. Wobei ich glaube, dass ich das so, ja, Comparator Arc Atra, so. So ist es richtig, ja. Also manchmal, das Problem ist, manchmal überlege ich noch weiter. Ich arbeite mehrfach an der Vorbereitung einer solchen Datei und dann vergesse ich manchmal an anderen Stellen, das dann noch wieder konsistent zu machen. Aber bis jetzt ist mir das, glaube ich, bis immer noch während des Live-Codings eingefallen. So, wir wollen von dem Knoten, der diese ID hat, wollen wir in diesem Graphen die beste Möglichkeit weitergehen. Also von diesem Knoten beispielsweise hier die beste Möglichkeit zum Weitergehen nutzen. Was wir rausbekommen wollen, ist die ID des Knotens, der dann halt die beste Möglichkeit, die beste Wahl war. In diesem Fall E, weil wir E gewählt haben, diese Kante zu gehen. So, was kann ich, wenn ich diese Methode implementiere, worauf kann ich laut Vertrag vertrauen, ja, Sie wissen ja, wir schließen immer Verträge, einseitig festgelegt, wenn ich eine Methode schreibe, dann schließe ich einen Vertrag mit den Nutzern dieser Methode, den ich auch bitteschön dokumentiere. Ich sage in dieser Klausel, was der Nutzer dieser Methode, wofür der zu sorgen hat. Wenn er dafür nicht sorgt, braucht er sich nicht zu wundern, wenn da nur Mocks rauskommt beim Aufruf meiner Methode, hat er keinen Grund, sich zu beschweren. Aber wenn der Nutzer tatsächlich diese Vorgaben erfüllt, dass der Graph, dass das halt vernünftiges Gebilde ist, dass die Knoten-ID tatsächlich ein Knoten, die ID eines Knotens, der Index, ein Index in der, im Knoten-Array ist und dass der Comparator was Vernünftiges ist, dann, wenn der Nutzer diese Vorbedingung erfüllt, dann soll zurückgeliefert werden der Knoten, der die beste Möglichkeit ergibt. Es gibt auch den Fall, dass keine Kanten dass es keine Kanten gibt, zum Beispiel bei diesem Knoten ist keine Kante mehr übrig, die wir durchlaufen können. Dann, oder es kann auch generell sein, dass aus einem Knoten keine Kanten rausgehen. Dann soll minus 1 zurückgeliefert werden, ein unmöglicher Wert, um anzuzeigen, dass die Aufgabe nicht gelöst werden konnte. So, wie gehen wir da jetzt vor? Also, eigentlich eine ganz normale Maximumsbildung. Int Index, also ein Muster, das Sie sicherlich schon gesehen haben, und falls nicht, sollten Sie es jetzt spätestens gesehen und sehen und verinnerlichen. Wir fangen an, wir suchen das Maximum, und zwar den Index of, oder ich sollte dem mit Semantik geben, of best outgoing arc. Sie sehen, ich liebe sprechende Namen. Ich denke, das ist eine Vorliebe, die durchaus nützlich ist. So, und jetzt gehen wir durch die rausgehenden Kanten hindurch. Achso, vielleicht sollten wir erst einmal testen, falls es gar keine herausgehenden Kanten gibt, falls von dem Knoten
an der Stelle, die wir hier übergeben bekommen, Node-ID, falls von diesem Knoten die ausgehenden Kanten leer sind. Ich habe jetzt nicht spezifiziert, was das heißt. Ich fang mal lieber beides ab. Beide Möglichkeiten, entweder dass dieses Objekt gar nicht existiert oder dass die Länge dieses Objektes gleich 0 ist, dass keine Elemente enthalten sind. Dann ist der Fall eingetreten, wo minus 1 rauskommen soll, nämlich, dass es keine rausgehenden Kanten gibt. Also eigentlich müsste man jetzt schon festlegen für die Datenstruktur, ob das hier erlaubt ist, um anzuzeigen, dass es keine rausgehenden Kanten gibt oder ob es immer ein Array-Objekt für rausgehende Kanten gibt und durch Länge 0 wird angezeigt, dass kein Element rausgeht. So, jetzt haben wir diesen Fall abgefangen. Jetzt können wir durchgehen. For int i gleich 1, Muster für Maximumsbildung, i kleiner, was habe ich hier, the nodes mit x, i kleiner, hier, die Länge, i plus plus. Ich komme gleich darauf zu sprechen, warum hier i gleich 1 und nicht i gleich 0, wie sonst. Jetzt mache ich nämlich einen Vergleich. Falls, jetzt nachdenken, the nodes.nodeid, die outgoing arcs an der Stelle. Index of best outgoing arc. Da habe ich doch noch Platz auf dem Beamer, dass das ein bisschen nach rechts noch mehr zu zeigen ist. Index of best outgoing arc und das vergleiche ich mit dem aktuellen Element im Durchlauf, nämlich i. Falls das neue Element besser ist, setze ich dieses da halt Index of best outgoing arc auf i und liefere am Ende das zurück. So, ich glaube, das ist richtig, aber gucken wir uns das nochmal an. So, also, wenn es keine rausgehenden Kanten gibt, was ich mangels klarer Spezifikation lieber sicherheitshalber auf zwei Arten abprüfe, beachten Sie nochmal, hier kommen wir nur rein, wenn das nicht stimmt. Das heißt also, wenn ich hier auf die Länge zugreife, dann bin ich mir sicher, dass das Array, zu dem diese Länge gehört, tatsächlich existiert, nicht null ist. So, und ansonsten Durchsuchung beste Möglichkeit, maximale Möglichkeit. Ich fange hier mit 1 und nicht mit 0 an, weil ich ja immer das aktuelle i mit dem besten bisher gesehenen vergleiche. Ich brauche 0 natürlich, Index 0 natürlich nicht mit Index 0 zu vergleichen, also fange ich erst bei Index 1 an, gehe aber ansonsten durch das gesamte Array durch, wie üblich, vergleiche, ob das, was ich bisher als Bestes gefunden habe, an dieser Stelle schlechter ist als das, was hier, wo ich jetzt momentan mit meinem Laufindex i stehe, und wenn ja, habe ich was Besseres gefunden und setze den Index of best outgoing arc entsprechend auf den aktuellen Index i um, und am Ende, wenn ich fertig bin, kann ich mir sicher sein, dass dieser Index tatsächlich auf den besten gefundenen Knoten verweist. Und beachten Sie dabei noch, hier in diesem Compare werden ja die Kantenattribute
verwendet. Ja, das, was ich hier auf der Zeichnung, wo ist denn das jetzt? Das, was ich hier, na komm schon, was Sie hier an dieser Zeichnung haben, die Zahlen. Und hier nochmal, es ist völlig unerheblich für diesen Code, wie diese Kantenattribute organisiert sind und was sie bedeuten. Völlig unerheblich, wie viele Kantenattribute es gibt, von welchem Typ die sind, welche Semantik sie haben, was für eine Anwendung sie haben und. Völlig egal. Der Comparator muss das wissen und muss eben, da muss die Methode compare entsprechend korrekt implementiert sein, damit das zusammenpasst. Aber der ganze Graphenalgorithmus, von dem das hier nur ein ganz kleines Beispielchen ist, ein ganz kleines erstes Beispielchen, der gesamte Graphenalgorithmus, der sieht davon überhaupt nichts. Dem ist das vollkommen wurscht, was die Kantenattribute sind, was sie bedeuten und was es bedeutet, dass eine Kante besser ist als eine andere. Ist dem vollkommen egal. Das ist ein wichtiger Punkt nochmal. Ich darf bitte noch damit abschließen. Das wird Ihnen später begegnen, ist sehr, sehr wichtig. Separation of Concerns, Trennung von Sachverhalten. Dass die ganze Semantik, Länge, Bandbreite und so weiter in einem Teil des Programms ist, mit dem Compare, vom Comparator, und die Navigation durch die Struktur in einem anderen Bereich sind, und durch diese Generizität, Separation, Trennung, sind diese beiden Teile völlig voneinander getrennt, sodass Sie einerseits an den Graphenalgorithmen rumbasteln können nach Gusto, ohne dass das irgendwelche Probleme macht bei den Attributen, und Sie können an den Attributen und an den Compare rumbasteln nach Gusto, ohne dass das irgendwelche Probleme macht bei den Graphenalgorithmen. Noch eine Frage und dann verspreche ich, machen wir Schluss, bitte noch so lange ruhig. Überall vor den Notes, danke für den Hinweis, habe ich natürlich nicht gesehen, überall vor den Notes muss noch Graph stehen, das mache ich dann vor dem Hochladen. Noch etwas? Ja, okay, gut, also das sind Feinheiten, die wir später im Forum noch diskutieren oder die ich dann vor dem Hochladen fixe. Vielen Dank für heute.